Hi, seid bei Kaus Kanz, ihr seid bei Angie. Und heute unser Thema ist Rücken-Yoga. Und zwar machen wir nur einen kleinen Teil. Das machen wir im Stehen und da kannst du auch gleich mitkommen. Wenn du eine Matte hast, ist es toll. Aber eigentlich brauchst du keine. Okay, wir starten im Stehen. Aufrechter Stand. Du hast Gebetshaltung. Hände also vor die Brust. So, ich stehe ein bisschen schief hier. Ich hoffe, dass ich nicht umfalle. Okay, wir öffnen den Brustkorb, atmen ein, atmen, hol Luft, einatmen, Rückbeuge, geh zurück, ausatmen, wieder stehen. Nochmal, öffnen, einatmen, zurückkommen, ausatmen. Einen haben wir noch, einatmen und ausatmen. Gut, jetzt kommt die Rückbeuge, Rumpfbeuge. Einatmen, Beine beugen, Rücken rund, runde Bewegung, über die Seite wieder hoch. Und du hast Gebetshaltung. Nochmal. Öffne, einatmen, Rumpfbeuge, ausatmen. Über die Seite wieder zurück. Und Gebetshaltung. Noch ein. Einatmen, öffnen, ausatmen, Rumpfbeuge. Über die Seite. Und Hände zusammen. So, wir setzen uns jetzt hin in einen Stuhl. Komm mit mir mit. Einatmen, hinsetzen. Arme ungefähr Ohrhöhe. Okay, bleib bei mir. Jetzt Rumpfbeuge. Ausatmen. Jetzt streck die Beine, streck den Rücken. Und dann geht's wieder zurück. Über die Seite in den Stand. Zusammen. Einatmen, hinsetzen. Ausatmen, Rumpfbeuge. Streck den Rücken. Über die Seite wieder zurück. Und ausatmen. Setz dich mit mir hin. Einatmen, hinsetzen. Rumpfbeuge. Über die Seite nach oben kommen, ausatmen, Namaste. Wir nehmen ein Bein nach hinten, ja? Wir setzen uns hin, einatmen, hinsetzen. Jetzt nimmst du ein Bein nach hinten, so stehst versetzt, parallel. Und jetzt ziehst du den Oberkörper nach hinten. Wir stehen im ersten Krieger, heißt das. Ja, du ziehst den Oberkörper zurück, du spürst deine Hüfte, dein Oberschenkel. Atme mit mir, 4, 3, 2, 1, Arme über die Seite, komm wieder zurück, hochkommen, ausatmen, andere Seite, hinsetzen, einatmen, anderes Bein nach hinten, Schritt, erster Krieger, stehen wir, geh zurück, spür, was passiert, spür deine Hüfte, deine Brust, dein Bauch, 4, 3, 2, 1, über die Seite, komm zurück, nach oben, Namaste. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir setzen uns wieder hin. Hinsetzen. Jetzt erstes Bein nach hinten, Schritt. So, wir sind wieder erster Krieger, das weißt du. Und jetzt drehst du den hinteren Fuß ab, Krieger 2. Das heißt, Vorderbein gebeugt, hinten ist lang. Bleib in der Position, achte, dass du gut stehst. Atme mit mir, 4, 3, 2, 1. Vom zweiten Krieger in den freundlichen. Das kennst du schon. Wir ziehen uns in die Seite. Versuch, das Gewicht in der Mitte zu lassen. Atme mit mir. 4, 3, 2, 1. Geh zurück. Genießen. Heute gehen wir gleich gestreckter Winkel in die Gegenbewegung. Spür, was passiert. Genieß das für 4, 3, 2, 1. Geh zurück. So, wir drehen den Oberkörper, den Fuß auf. Arme gehen hoch. Du machst das hintere Bein wieder mit dem Schritt zusammen. Kommt tief runter, über die Seite. Ausatmen. Namaste. Letzte Mal. Einatmen, hinsetzen. Anderes Bein geht wieder nach hinten. Krieger 1 haben wir. Du ziehst dich zurück. Atme mit mir. 4, 3, 2, 1. Wir drehen den hinteren Fuß ab. Krieger 2, andere Seite. Achte auf deine Beine. Halte fest. 4, 3, 2, 1. Hinter am Feld. Freundlicher Krieger kommt. Manche sagen auch Krieger 3 dazu. Atme mit mir. 4, 3, 2, 1. Geh zurück. Wir sehen uns gleich nur von hinten. Arm fallen lassen, ziehst dich rüber, gestreckter Winkel, halte fest, 4, 3, 2, 1, komm zurück, Krieger 2 Position, Achtung, löst den hinteren Fuß, dreh mit mir, Krieger 1, haben wir, mach einen Schritt ran, tief runter, Arme über die Seite, komm nach oben, öffne, und was haben wir, Namaste. So, ich hoffe, diese kleine Einheit hat dir gefallen und wir sehen uns wieder bei Kauskant
Und ja, geht raus, genießt das Wetter. Nur zu zweit natürlich, mit Abstand, kennen wir ja alle. Also, das war Angie und Kauskanz. Bleibt gesund.